Guck, morgen Jungs und andere, die mit 18 zum Urologen müssen. Zufälligerweise bin ich Urologe und ich mache das gerne für dich. Chats kriegen Rabatt, also Like und Abo klatschen, sonst mache ich ohne Handschuh. Oh, und kommentier Ja für Ja und Nein für Nein. Was für ein wundervoller Tag am Leben zu sein, oder nicht? Also Jungs, ich erzähle euch ganz kurz die Geschichte, was passiert ist, ja? Ich bin in den braunen Berg hochgegangen, wo verschiedene Drachen auf mich reinstürmen. Tod und Geschrei, Leute sind gestorben. Mein Freund Frederik ist leider reingefallen. Es war schlimm. Naja, aber jetzt mal im Ernst. Ihr fragt euch bestimmt, hey Henry, seit wann bist du Medic? Machst du etwa jetzt ernsthaft RP? Nein, natürlich nicht, Jungs. Ich habe mich hier reingemogelt, ja? Wir machen heute Medic Patrolling. Ich weiß doch nicht wie, aber wir machen Medic Patrolling. Jetzt ist es mein Auto. Aus dem Weg. Leben müssen gerettet werden. Oh Gott. Hey, oh. War ihr ein Toter? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er runtergerollt. Ja, vielleicht bist du runtergerollt. Oh Gott, er ist wirklich runtergerollt. Nee, niemand. Dankeschön, dass Sie für mich nachgeschaut haben. Sie sind ein mutiger Mann. Kann jemand zu 8165, weil ich muss gerade was tun. Henry, John oder Momo? Ich versuche dahin zu kommen. 8165, 8165. 8165 existiert doch nicht mehr. Ist doch eine gelogene Zahl. 8165. Jetzt halt. Oh, ich hab's gefunden, Digga. Medic-Job ist anstrengend. Kämpfst dich da durch, weil du ein Löwe bist, ja, Wagen. Was schaffst du noch, Wagen? Ich repariere dich auch gleich. Versprochen! Schrottling, hast du's! Was soll ich sagen? Mein Wagen spuckt Scheiße. Weißt du, fuck it, ich repariere den jetzt erstmal so. Das ist ein verbuggter Scheißwagen, ich weiß es. F2, das ist ja immer noch. Digga, ich krieg einen Würgereiz. Ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht habe. Ich habe ihn repariert, habe extra gekauft dafür extra. Mein Gott, ey. Muss ich jetzt einfach zu Fuß gehen? Dann schalte ich auf 8165. Wollte dahin, aber geht nicht. Aber wenn ich Menschen sehe, Augenkontakt, ohne Beweise, dann wird die Prostata-Untersuchung gemacht mit Handschuhen. No. Keine Sorge, Jungs, ich bin Medic. Digga, hier trollt jemand. Hölle. Ich wurde angerufen, da sagt jemand, mein Ding ist... Jonas mag Männer. Jedes Mal, wenn jemand spricht, sage ich immer heimlich dazwischen drin, Jonas mag Männer. Kommt ihr heute Abend zur Besprechung? Jonas mag Männer. Oder Henrik Gorke. Soll ich noch einen Kommentar von dir hören? Punkt Disziplin, Jonas. Ja, ich könnte gleich Henrik Gorke, mir egal. Jonas mag Männer. Das geht so weit. Jonas mag Männer? Ja. Oder warum ist es noch niemandem aufgefallen? Jonas, du ekelhafter Mensch. Oder reicht doch jetzt langsam. Jonas, hör auf Männer zu stehen und sei leise. Ach du heilige meine Güte, ach du Klabautermann, das kann ja nicht wahr sein, scheiße. Muss kurz verlassen. Ah, warum, hä? Boah, wenn ich den finde, ne, der mich gekickt hat gerade eben, ne? John Myers, Alter. Warte mal, das muss ich euch zeigen. Hier ist er, John Myers. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Junge ist einfach Rang 12, ärztlicher Direktor. I don't get it. Ich hoffe, bei dir passiert die erste in Deutschland. Dankeschön. Erik, moin. Was passiert? Ja, keine Ahnung, ich wurde RDM'd. Entschuldigung, kannst du mich rein theoretisch zum MD einfach bringen? Nimm das Auto. Dankeschön. Boah, wow, sogar Rechtssitzer. Damn, England. Okay, der klebt aber nicht am Boden. Nur Flipper! Oh, Flipper! Ich bin ein Delfin! Mann, ey, da will man einmal Medic-Trolling machen und wird getrollt. So steige ich auch immer aus meinem Auto aus. Ausparken, Mercedes AMG. Dann fahre ich ein bisschen durch die Stadt und schau, wo ich Menschen treffe. Moin, geht's euch allen gut? Brauchst du irgendwie Pflaster? Nee, eigentlich nicht. Und die anderen? Doch, jetzt nee. Sagst. Na, dann komm mal her, lass dich mal behandeln. Was für eine Wunde haben sie denn? Mittelgroß. Mittelgroß, aha. Genauso wie ihre Penisgröße, wie ich sehe. Alles klar. So, sind wieder frisch wie gut, ne? Thank you, mein Freund. Gerne, gerne. Auf euch achte ich doch, als wär's mein linker Hoden. Hallo, Boxhandschuh, brauchst du irgendwie ein bisschen medizinische Hilfe? Du humpelst da ein bisschen. Brauchst du medizinische Hilfe, ja? Ich fasse dich nicht an ohne dein Einverständnis. Ja, ich habe mir gerade den Knöchel gestoßen. Ah ja, ein dicker Knöchel. Ich habe den schon beinahe für was anderes gehalten hier. Lass mal sehen hier, aha. Woran haben sie denn gedacht? An seinen kleinen Pimmel oder nein, was? Nein, seine Beine zeigen irgendwie immer nach oben, sind ganz steif, weißt du? Ja, aber ich habe letztens seinen Pimmel gesehen, der war ganz klein. Er lügt, der war groß. Aber er hat ihn gesehen oder was? Das muss ganz schön sass sein. Aber nur kurz. Wir machen keine Therapien wie die Kirche, ja? Also wenn sie schwul sind, bleiben sie es, ja? Man sieht sich. Jonas, bleib doch mal stehen. Mensch, Jonas, halt die Fresse einfach stehen, Digga, Jonas, ey. Officer, haben Sie Schmerzen? Nö, eigentlich nicht. Achso, ja, aber was wollen Sie denn von mir, hä? Vorne Würfelpack liegt der noch. Alles klar. Zeigt mir mal den Ort. Kümmere mich um den kleinen Schlawiner. Dann nimmt nämlich sein Popo. Wird dann schon ausgeleiert. Oh nein, das ist ja ein Schlamassel hier. Lass ihn einfach liegen, Kollege, ja. Das ist mein Job. Ganz ruhig bleiben, ja. Sie müssen jetzt einfach nur ganz kurz durch den Mund ausatmen, ja. So, ich verstehe kein Wort. Hören Sie nicht die Ghetto-Blaster hier? Liegen lassen. Ja, das ist leider zu spät. Da wurde mir nicht gesagt, ne? Habe ich dir gesagt, Erwin. Ja, ich kann nichts dafür, wenn plötzlich die Ghetto-Blaster bei Ihnen richtig laut werden, hallo? Ihr hattet nicht mal einen Call, Digga. Ich hab dir dreimal ja, gesagt, ausreichend. Ja, dreimal gewarnt. Junge, ja, dann macht euch mal auf laut, Digga, ihr dummen Kinder. Medic, bitte. Ey, Medic, halt ihn mal hoch, Medic, hallo. Ja, ganz ruhig bleiben, ja. Dann schauen wir mal. Ich glaube, Medizin mit Kollegen geht's nicht gut. Ich hab leider keine Medikits mehr, ne, dieser ja, Junge. Ja, ich kann dir welche geben. Echt, das war lieb. Wissen Sie, warum? Warum? Ich bin selber Mediziner. Ja, no way. Jungs, wieso verreckt ihr alle im Sekundentakt? Was stimmt mit euch nicht? Es ist nur eine Aufgabe in diesem Leben, am Leben bleiben. Es tut mir leid, Abi. Komm her, ich geb dir mit. Digga, bist du barfuß?
ist einfach hier, Digga. Hä? Wie bin ich hierher gekommen? Digga, ich leg auch einfach hier. Digga, du bist zwischen meinen Eiern. Ja, wie komm ich denn hier überhaupt raus? Hast du mich gerade irgendwie in den Eiern? Ja, lass mich mal los. Ciao, Bruder. Ciao, what the fuck? Oh Gott, Digga, der ist ja krank. Deine Glückszahl. 218. Dankeschön. Wow, 30 Stück gleich. Ja, komm, lass deinen homosexuellen Freund liegen. Ich mach das. Bester Medic, Walla, bester Medic. Du bist der Beste. Ich küsse dich jetzt von mir. Ich sorge mich nur um meine Mitmenschen, weißt du? Vor allem um die Hässlichen. Aber ihr macht einen super Job, ja. Macht weiter Kriminelles, damit ich Geld von euch bekomme, ja. Sobald die Geld machen, kriegen sie auch was. Ja, du kannst auch dich gleich irgendwie von der Brücke stürzen oder sowas. Gib mir auch Geld, weißt du? Naja, mal gucken, wie mir das gefällt. Ich küsse dein Herz. Küsse dein Herz. Ciao, ciao. Ey! Medic, wir haben noch eine Rechnung offen. Kollege, ich weiß nicht mal, wer du bist. Deiner Schwanilecker. Sir, sie haben lila Hoden und vielleicht sollte mir nicht so auf den Sack gehen, wir ja? Wir haben noch eine Rechnung offen. Ja, Sir, haben sie noch nicht bezahlt bei mir oder was? Könnt sich gerne bei meinem Chef beschweren. Wir haben noch eine Rechnung offen, mein Schatz. Ich bezahle nie Rechnungen. Wie heißt du? Sag mal deinen Namen. John Myers. John Myers, ja. Aber ansonsten geht's dir gut, oder? Mein Auto sieht aus wie dein Gesicht mittlerweile. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Bisschen schief, ja. John Myers, einmal hier hinschauen. Ja? Hä? Da, hier, kannst du gleich einmal hin zurückschauen hier. Ja, ich schaue dich gerade an. Ja, machen sie gerade ein Bild von mir, hä? Damit sie dann später drauf fappen können, hä? Fappmaschino. Machen sie nochmal eine knackige Pose. Ja. Dir erlaubt abzuhauen. Hey, hast du überhaupt eine Bedrohung für mich, hä? Du sollst dich lieber nicht mit mir anlegen. Ich ruf jetzt die Cops an. Ja, komm, hol sie doch. Warte, aber komm mal mit, ich muss mein Auto reparieren. Willst hier nichts repariert, ey? Ganz ruhig bleiben, Kollege. Ich tu nur mein Auto reparieren. So, Kollege. Kommst jetzt hier nicht mehr raus. Du denkst doch nicht wirklich, dass du in der Lage bist, mich aufzuhalten. Ich habe Kräfte, die sind weitaus über dir. Und du siehst aus, als würdest du meine Hausaufgaben erledigen. Rückschnitt ist mal Halbglatzschnitt, okay? Ich lass mich nicht von so einem Beta-Tier unterkriegen. Ey, Moment, geh mal aus dem Weg, ich muss mein Auto reparieren. Siehst du nicht, wie der aussieht? Der ist so gebogen wie deine Fresse. Du heißt Jordan, ich mal ganz leise sein hier. Nein, John, nicht Jordan. Mensch, du hast ja Ohren wie mein John? Opa. Ja, siehst doch aus wie ein John, der gerne popelt, glaube ich. Ja, du siehst aus, wie als hättest du den Käse bei Gregs Tagebuch berührt, Digga. Mama, Papa haben dich auch irgendwann ausgesetzt. Du hast den Käse gegessen danach. Denkst du, ich sehe aus wie Rupert? Denkst du, ich sehe aus wie Rupert, Kollege? Ja. Bleib mal bei der Lore. Ich bin Greg, du bist Rupert. Digga, weißt du, wer du bist? Du bist der Dude, der den Popel an diesen Brief geschmiert hat, Digga. Widerlich. Ja, Entschuldigung, hat jemand vielleicht $3,000? Ja, ich würde ihm nicht zu nahe kommen, der hat den Käsefinger. Oh. Kollege, ey. Ey, lass mir das doch. Im Nachhinein sehe. Nimm mich mit, bitte, du habt ihr, bitte. Wenn du mein Bruder bist. Oh Gott, das Käsefinger-Auto. Also viel Spaß euch zwei Übergewichtigen noch, ne? Ihr könnt euch ja gegenseitig die Titten begrabbeln, ne? Ich liebe die, Digga, das ist geil, das ist geil. Ey, Kollege, brauchst du irgendwie eine Mitfahrgelegenheit? Natürlich. Okay, wohin soll ich dich denn bringen, mein Freund? Zum Midnight-Anwesen. Bitte was? Midnight-Anwesen. Noch nie gehört. Ist das irgendwie eine neue Gang, eine kleine Scheißfamilie oder sowas? Eine Scheißfamilie? Ja, halt die kleinen Fliegen, die halt nichts zu sagen haben. Jo, Digga, jo. Ja, wie geht's denn hier so auf dem Service? Ah, super, ich werde scheiße reich durch das. Ich verdiene mehr als ihr Familienhaushalt. Ich kaufe mir eventuell bald eine Frau aus Thailand, vielleicht mehrere. Jo. Alright, dann muss ich deine Mutter eventuell auch ein bisschen mitnehmen. Dann steigen sie einfach aus. Jo, Digga, Thüringen bleibt blau. Perfekt, Thüringen bleibt gelb. Thüringen bleibt blau, jetzt verstehe ich erst, oh mein Gott. Politik. Ist Politik nicht was Schönes, Jungs? Lass uns über Politik philosophieren. Lasst uns nicht über Politik philosophieren. Ach, es beginnt schon wieder. Es war tatsächlich der Tank. Immer wenn sie einen niedrigen Tank haben, fangen sie an zu spacken. Gleich hast du es, Kollege. Spiel ist abgestürzt. Ey! Life could be a dream. Seeaugen. Jawohl, 51 Liter, das ist doch besser. Och, scheiße. Was sagst du, Kollege? Hochholen oder nicht? Sollen die hochgeholt werden? Sollen die beiden Übeltäter hochgeholt werden? Ich muss sie nur stabilisieren. So, hast du richtig scheiße gebaut, Kollege. Du bleibst stehen. Ach, scheiße, ist ja ein zweiter. Ich hab gehört, zweite kann man besser handeln als einen, oder? So, einmal schön einfach durchatmen. Einfach Luft atmen, Kollege, ja. Oh, was hab ich jetzt getan? Ja, sie haben keine Schuhe in der Öffentlichkeit, dann das ist illegal. Hä? Du darfst deine haarigen Affenfüße nicht zeigen. Du hast Hobbitfüße. Ja, Medic, halt mal die Fresse, du. Wer hat dir gerade dein Leben gerettet, hey, du übergewichtiges Stück? Wenn du mal Verantwortung übernehmen willst, dann solltest du mal weniger zu Fastfood gehen und mehr ein bisschen Gemüse fressen, ja? Schwabbelt-Bäckchen, Digga. Sei mal froh, dass du unverwundbar bist, du Schwanz. Tja, es ist schön, als Medic darfst du beleidigen, wie du willst, ne? Er folgt dir mal. Digga, wie er einfach entspannt weiterfährt, das macht einen Spaß. Wenn ich dir weiterhelfen. Nö, eigentlich alles gut. Danke der Nachfrage. Hast du einen schönen Tag? Ja, natürlich. Wir haben gerade Sattu gescheppert. Ah, du hattest gerade Sex. Verstehe. Sattu gescheppert. Ja, das ist das, was ich darunter verstehe. Alles gut. Ey, kannst du mir bitte ein Geld geben? Ich kann mein Auto nicht auspacken. $500 brauche ich. $500? Pff, Digga, dafür musst du mir schon einen Service erledigen, ne? Wir dürfen beim nächsten Mal da zusehen, wie wir schießen. Darf ich das nächste Mal beim Scheppern dabei sein, hä? Darf ich deinen Mann scheppern? Nein. Ja, gut, dann kein Deal. Tut mir leid. Okay, doch. Ja, okay, ich darf ihn scheppern. Keine Sorge, ich scheppe ihn nicht bis zu Tode. Ich scheppe ihn nur bis zur Bewusstlosigkeit. Dann machen sie es einmal, weil dann kriegen sie Geld, dann können sie mir bisschen Geld. So, 500 Bargeld, ja, das wollten sie. Dankeschön. Ja, also ich darf Ihren Freund das nächste Mal ballern. Kriege ich noch deinen Namen, damit ich mich an unser Versprechen erinnern kann? Hallo? Nur den Namen. Sir, ich brauche den Namen. Es geht um Geschlechtsverkehr. Oh man, nichts im Leben war mir wichtiger. Entschuldigung, ich habe die Meldung bekommen, dass hier ein Toter ist. Nee, nicht mehr, nicht mehr, alles klar. Schönen Tag euch noch. Ja.
Was heißt hier ja, Diggi? Das klingt ein bisschen unsympathisch. Also, ja. Unsympathischer Mensch. Ja, ja. Wenn du keine auf die Backen willst, dann hörst du besser auf, mich hier zu provozieren. Ey, ich schlag dir gleich deine Arschbacken. Ah, scheiße, okay. Dein Auto ist übergewichtig. Dein Pimmel ist die Größe eines Schlumpfs. Hey, Kollege. Eine runter ist knall. Okay, wir bleiben alle ganz chillig, gehen wir dahin, ja? Gehen wir dahin. Soll ich doch jemanden wiederbeleben? Das kann ich, weißt du, das ist mein Job. Ich krieg damit Geld und Familie und Einkommen. Schönen guten Tag, Jungs. Ich hab gehört, also euer Freund sagt, einer von euch hat Syphilis. Okay, dann stell dich dahin, dann kannst du auch bewerben, ja? Okay, ja, ich wollte schon immer Teil von Weiß werden. Ich war schon immer Teil von Hellblau und Weiß. Wisst ihr eigentlich, habe ich eine neue Regel. Ich werde jetzt würfeln und wenn er über 5 ist, ja, dann wird er wiederbelebt. Wenn er unter 5 ist, naja, eine kleine Überraschung. Ja, ist genau eine 5 geworden. Deswegen wird mir scheiße stinken, wenn ich er wäre. Ja, verbrenne! Oh so, ich wundere, wenn du ein bisschen Benzin schmeckst, das war der Dude da hinten. Digga, warum rennt er wegen Goofy-Ass? Ey, Kollege, es geht so nicht. Ey, egal, komm schon, du darfst mir das nicht antun. Nein, kannst du nicht. Ich ist eingestiegen. Hey, ich bin einfach eingestiegen, hast du es nicht gesehen? Könnte vielleicht daran liegen, dass du in zwei verschiedene Richtungen schielst, du verdammtes übergewichtiges Kill-Dear-Mensch. Oh, danke schön, ich küsse dein Herz. Nee, so schnell bist du nur auch wieder nicht hier. Okay, dann fahr ich mal zum Pier, ne? Ja, Schiffe versenken. Schiffe versenken. Ja, ich kann gleich meinen Schwanz in deinem Arsch versenken. Nein, was passiert? Ja, okay, Admin, ich hätte es gewusst. Mensch! Ja, okay, war geil. Das ist kein RP. Ey, das ist ein Bewerber. Wie gesagt, ich arbeite schon hier. Der hat mich nur hingebracht, weil er mein Auto weggemacht hat. Ich habe nichts Falsches gemacht. Der war unartig, ne? Und zwar, weißt du, was er gemacht hat? Er hat einfach den 12 mit den Linien getötet, Bro. Und dann würde ich ihn wieder kündigen. Ey, Kollege, ich habe gar nichts gemacht, ja. Ich habe gar nichts gemacht. Ey, du kannst den Taser. Ja. Ich würde niemals einen Menschen, der unmittelbar in meiner Nähe ist, böse Sachen sagen über ihn. Nein, der ist bestimmt nicht mehr so. Nein, natürlich nicht. Ich falle auf deine Falle nicht rein hier. Warte mal. Oh, scheiße. Lol, nee, niemals. Also, ich fand den absolut korrekt, Digga. Der war meine Liebe des Lebens. Anyway, ich muss mal los. Ciao. Kannst du aufhören, so goofy zu rennen? Ich will nicht von dem scheiß Admin auf den Sack gekommen. Der verfolgt mich immer noch, Digga. Lass mich in Ruhe. Er ist wirklich weird. Hilfe, er hat recht. Ich hätte auf ihn hören sollen. Hab ihn hops genommen. Meine Mutter erkennt ihn später nicht mehr wieder. Ich bin weg hier. Der kann mir gar nichts mehr. Die Admins hier sind wirklich ein bisschen weird, würde ich sagen. Also, die lassen so viel durchgehen. Das ist unglaublich. Oder machen selber so viel Scheiße. Wow. Ganz ruhig hier. Langsam groß. Also, ihr könnt doch nicht so einen Hässlern wie den hier einfach jetzt gerade einfach hochholen. Wir haben Prinzipien. Wir nehmen nur hübsche Mädchen hoch. Oh, sorry. Du siehst aus wie Finch asozial, Bruder. Ist doch gut, Digga. Ich liebe Finch asozial. Nein, niemand liebt Finch asozial. Er liebt sich nicht mal selbst. Aber den Fukuhila, den liebt er, ja. Den Fukuhila, der ist cool. Ich bin auch einmal fast tot. Ey! Es tut mir leid. Bitte vergebe mir, nachdem du im Himmel bist. Es tut mir leid, Michi. Ihr habt der Kohle für mich. Ja, klar, der am Boden. Du kannst ihn gerne mal befragen. Nein, pass auf, so ein Failed Medic, der dort im Auto, der boxt sich schon. Das stimmt gar nicht, Digga. Guck mich mal an. Digga, schau mal sein Auto an und schau mal mein Auto an. Ja, also wer von uns beiden ist der Fake Medic? Von einem, der sich als Medic ausgibt, wurde ich gerade ja der mal einmal zum Würfelpark auch hinfliegen. Der ist hier raus. Das ist gerade böses Petzen. Sir, wir können sie am Boden reden, ne? Dafür, dass er erstmal herkommt, dass er nicht weggehen kann. Sir, das gibt einen Tritt in die Eier. Zeig dir mal einen Clip davon. Hier, trink meine Pisse, Digga. Trink mein schönes Urin. Hast du eine Knarre? Einmal draufballern, Digi. Daniel. Nein, ich hab ihn nur anuriniert, weil er wollte sich nicht anurinieren lassen. Der macht jetzt auch hier einen mit, ich piss dich an. Ja, aber ein bisschen sieht das schon aus, als würde das genießen mit Mund offen. Ich kann dir auch gleich einen Clip zeigen, aber ich werde dafür, dass du erstmal kurz hingehst, dass er nicht weggehen kann. Kannst du ein bisschen weniger heulen, Digga? Du bist doch schon am Boden. Peinlicher wird's nicht. Ich bin weg hier. Das ist sehr lieb trotzdem. Oh, scheiße. Trolling für Unbanny EA machen. Pain. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergesst, ein Like und ein Abo dazulassen. Ich bin eure Henry Gurke. Ich schwitze wie Arsch. Es ist so ein heißer Sommer, Jungs. Und ansonsten bin ich raus für heute. Adios. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Tweetos-Box. Ja, ich weiß nicht, was ich wieder mache.